Ich habe eigentlich immer Lucia als sehr starke Frau mit einem unglaublich starken Willen gesehen. Und das stimmt wirklich hier mit der Inszenierung überein. Natürlich ist sie ein Opfer der Zeit, in der sie lebt. Patriarchat herrscht vor, die Frau hat nicht so viele Rechte. Aber dennoch, sie kämpft wirklich bis aufs Blut. Ja. Sie kämpft mit ihrem Bruder, der eine unglaublich starke Figur ist auch. Also das ist wie Kampf der Giganten, die zwei. Also sie gibt auch nicht auf. Da muss schon dann Raimondo, der Mann der Kirche, sämtliche Argumente, die ihm zur Verfügung stehen, auffahren. Und natürlich dann der Brief, der falsche Brief, die geben ihr dann noch den Rest, bis sie klein beigibt und diese politische Heirat eingeht und ihren Schwur, den sie vor Gott, vor der Liebe, ja, der Heiratsschwur, den hat sie dann fallen lassen. Stimmlich den Wahnsinn rüberzubringen, ist einfach wahnsinnigen Spaß haben, alles zu machen, was man machen kann. Und das dann auch mit Überraschung. Manchmal für die Musiker, da muss man ein bisschen reagieren, aber das ist bel canto. Das heißt, die Stimme herrscht, der Sänger, die Gesangslinie ist im absoluten Mittelpunkt. Und wir sind alle Musiker und wir arbeiten alle zusammen, man reagiert aufeinander. Und so ist das ganz unglaublich spannend. Natürlich hat Donizetti das auch so geschrieben, dass man die höchsten Höhen, die tiefsten Tiefen der Stimme, also den kompletten Umfang, der bei Belcanto-Partien, wie zum Beispiel bei Lucia, natürlich sehr, sehr groß sein muss. Und dadurch, dass es ist keine Komödie, es ist ein Belcanto Drammatico, muss man auch mal an die dunklen Farben und an die Tonstärke mehr ran als bei den lustigen Donizettis. Ja, die Glasharmonika ist schon was ganz Besonderes, ist auch der große Wunsch von Donizetti gewesen, die Glasharmonika für die Lucia zu benutzen, weil sie solche, wie soll man sagen, sie produziert Töne, die Tinnitus-ähnlich sind, es verschwimmt etwas und es sind penetrante Geräusche, die da sind. Und ja, man wird da ein bisschen mit hineingezogen, intuitiv dann. Die Glasharmonika, es gibt verschiedene Instrumente. Unser Glasharmonikaspieler, der Sascha, der baut seine Instrumente selber. Und er hat verschiedene, auch schon in anderen Lucia-Produktionen mit mir benutzt. Er hat hier eins, was ausschaut wie eine Orgel aus Glasrohren und die dann, je höher die Töne werden, sich in richtige Gläser, ganz normale Gläser, die man zu Hause zum Mittagessen hat. Die sind mit Wasser gefüllt und dann spielt er auch mit den Fingern. Das hat natürlich, er kann jetzt nicht wie eine Flöte einen Lauf machen, aber dadurch, dass das Instrument auch so schwimmt, kann er doch sehr, sehr, sehr virtuos spielen und mit mir mitmachen. Wir lassen uns manchmal mehr Zeit, weil das auch ein bisschen Zeit braucht zum Verklingen. Also wenn er seinen Ton spielt, seinen Lauf spielt oder seine Phrase, es ist ja wie ein Dialog, die Lucia singt was, dann kommt die Glasharmonika und dann singt sie wieder was und sie antwortet. Das ist wie ein Echo, ja, was in ihrem Kopf vorgeht oder wie auch immer. Und da hören wir aufeinander und warten, bis das verklingt und dann kommt die nächste Idee und ganz verrückt, ganz prompt wieder die nächste. Also es ist eben der Wahnsinn, es ist Überraschung und es ist Reagieren und das funktioniert auch wunderbar mit der Glasharmonika. Es ist anders, aber es macht natürlich irrsinnig Spaß, weil ich kann mich dann auch aufs Spielen
mehr konzentrieren. Und da kommen manchmal waren ein paar neue Sachen dabei, die ich wahrscheinlich übernehmen würde. Die wären jetzt nicht gekommen, wenn ich mich aufs Instrument und auf das Singen in dem Moment konzentriere. Und so ist es, war eine gute Probe. Ja, zum Beispiel in der Wahnsinnsszene bin ich in einem Moment in eine mehr relaxte Haltung gefallen. Die hat mir dann einen anderen Subtext gegeben. Also sie sah das in dem Moment, da kam eine ganz andere, ja, eine ganz andere Grundeinstellung für die nächste Phrase raus, die auch prompt zur nächsten Phrase gepasst hat, weil sie, das war ein ganz schneller Lauf und dadurch kam dieses Glück, was die Lucia in der Wahnsinnsszene empfindet. Ich möchte fast sagen, sie ist da eigentlich am glücklichsten. Oder, das ist ein schwieriges Wort, aber sie ist am relaxesten. Sie ist wirklich, sie steht ja wie alle Figuren in der Geschichte, aber sie natürlich vor allem unter Hochspannung von Anfang an. Und selbst im Duett mit Edgardo, wo sie dann heiraten und sich die Liebe schwören, ist ja schon die schwarze Wolke drüber, er muss weg und sie weiß nicht, wann er wiederkommt und schreibt mir und sie hat nur das Liebespfand und eben den Schwur, den sie gemacht haben. Aber es ist halt, das Glück ist immer getrübt und immer muss sie aufpassen und fühlt sich beobachtet, und weil sie ja den Feind der Familie liebt. Und in der Wahnsinnsszene ist der Feind nicht mehr da. Edgardo ist zwar nicht da, sie weiß, dass sie sterben muss. Es kommen so viele Sachen, also man sieht die Synapsen förmlich explodieren. Aber sie hat auch zum ersten Mal Macht. Und das kommt hier so wunderbar raus, dass sie die Macht hat. Es kommt drauf an. Also wenn wir es jetzt im Sinne eines pathologischen Wahnsinns sehen, denke ich, dass eigentlich der Moment, wo es umschaltet, also der Knackpunkt, ist im großen Finale im zweiten Akt. Wenn Edgardo zurückkommt und sie verflucht, du hast den Himmel und die Liebe verraten. Und ihr fällt es wie Schuppen von den Augen. Der Brief war gar nicht echt. Ich bin manipuliert worden von allem, von der Kirche, von meinem Bruder, von allen um mich herum. Und dieser Höhepunkt löst wirklich, also der Höhepunkt der Spannung überhaupt, den kann sie nicht ertragen. Und dann bricht der Wahnsinn aus. Und dann, glaube ich, ist es einfach eine Affekttat. Eventuell, sie fühlt sich vergewaltigt, vielleicht erkennt sie ihn ja gar nicht, sie erkennt nur, das ist nicht mein Edgardo. Und dann, vielleicht hat sie die Waffe auch schon vorher mitgenommen, um sich selber umzubringen, schafft's nicht. Und dann im Affekt nimmt sie einfach diese Waffe, die da ist, und ersticht ihn. Das wäre eine Möglichkeit zu erklären. Hier, es gibt auch eine andere Art von Wahnsinn, einen sehr, sehr klaren Wahnsinn. Natürlich ist sie wahnsinnig, aber sie ist sich allem bewusst, was sie tut. Und hier kommt sie rein und sagt, jetzt habe ich die Macht. Super, funktioniert. Und dann kann sie alles machen. Und sie ist brandgefährlich und keiner traut sich zu rühren. Die kleben alle an der Wand. Und trotz allem kippt das dann um, weil sie in so einer seelisch übergroßen Spannung ist, wo dann dieser konkrete Wahnsinn umschnappt und sie zusammenbricht am Schluss. Oder weiß sie, sie wird sterben. Es ist aus. Es ist aus. Sie setzt da wirklich alles nochmal auf eine Karte und hat einen Moment des Triumphs. Sehr bitter.